Maschine. Wir sind in der Öffentlichen und jetzt fahren wir mal nach San Gimignano. San Gimignano. Wir sind angekommen am Stellplatz, rausgekommen und gleich kommt der Bus und der fährt uns eine Stunde. Ja, wir konnten uns eigentlich noch gar nicht orientieren. Jetzt fahren wir einfach mal. Der erste Bus ist gekommen, wir sind gleich eingestiegen. Wir wissen gar nicht genau, was jetzt da abgeht. Aber da ist die Stadt. So, also angekommen sind wir schon mal an der richtigen Stelle. Jawohl, wir stehen. Wir haben schon gedacht, wir sind zu weit gefahren. Ja, also wir sind jetzt in San Gimignano. Ja, genau. So ähnlich. Und das ist die Stadt mit ganz vielen Türmen. Da sieht man die Angeber von Italien. 72 hat es gegeben wohl von den Türmen. Die haben sie gebaut aus Statusgründen. So haben wir es gelesen im Reiseführer. Und jetzt stehen nur 15. Ja, genau. Und jetzt schauen wir uns den Ort einfach mal an. Und, ja. Und schauen dann gleich, ob wir was zum Essen kriegen. Mhm, genau. Ganz schön anstrengend. Endlich in einen weiteren Touristen-Hotspot. Da fühlen wir uns zu Hause. Ah, ja, genau. Spöttisch gemeint. Scherz war das. Hier hat es so viele Türme und es ist sehr schwierig zu fotografieren. Die sind so verdammt hoch. So, mal schauen, was wir jetzt bekommen. Kleines Lokal, mal gucken. Viele Italiener, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Schauen wir mal, was wir bekommen. Und ich trinke jetzt hier einen Gimignano. Ja, oder sowas. Also ein einheimischer Wein, ein roter. In die letzte Ecke hat man uns verfrachtet. Ist aber auch nicht mehr viel Platz frei. Eigentlich nichts mehr frei. So, das ist vegetarisch für Nette. Und das ist wieder was hier, aber die hat nicht genau gewusst, was sie bestellt. Nein, aber ich wusste, dass irgendein Schinken oder sowas drauf ist. Genau. Und sieht auch sehr lecker aus. Vielleicht sogar aus Parma. Da stand nichts mit Parma dran. Ich habe auf jeden Fall Zucchini und Gurken. Habe ich noch nicht gehabt, aber mal schauen, wenn es Italiener ist, muss ich es vorher essen können. Ganz sicher. So, das war jetzt am Stadtrand von San. Ja, genau. Gimignano. Das ist so ein schweres Wort für mich, ich krieg das nicht raus, sorry. War das jetzt eine typisch einheimische Pizzeria, obwohl sie da überall in Ding auf Google habe ich sie gefunden und war sehr lecker natürlich. Ja. War wirklich lecker. Und das Höchste war ja, wie die Ursi da auf Italienisch die Rechnung bestellt hat.
Er hat sich so gefreut und hat sich noch bedankt. Und ich meine, Italienisch. Aber er hat korrigiert. Nein, er hat gesagt, mein Italienisch sei sehr gut. Ja, aber das Grazie hätte er dazu sagen brauchen. Ja, per favore, hätte ich glaube sagen sollen. Ja, genau. Oder, aber das hat Google so übersetzt. Also, glaubt ich Google, wenn ihr Fragen habt bezüglich Italienisch, fragt über sie. Kennt's. Na, immerhin hat er die Rechnung gebracht. Genau. Er hat sich gefreut. Und satt sind wir auch. Und sie war lecker. Ja, stimmt. Nach dem Essen machten wir uns auf den Weg zum Marktplatz von San Gimignano. Hier noch ein paar Bilder und Worte zu der Kleinstadt in der Toskana. Offensichtlich gehört dieser Ort, der UNESCO-Weltkulturerbe ist, neben Florenz, Pisa und Siena zu den meistbesuchten Ortschaften der Toskana. Bekannt ist die Stadt durch ihre noch erhaltenen 15 sogenannten Geschlechtertürmen. Einst waren es wohl 72. Diese Türme haben Patrizierfamilien erbaut, um ihren Wohlstand zu dokumentieren. Den Wohlstand haben die früheren Bewohner wohl der Frankenstraße zu verdanken. Sie führt wohl direkt vom Norden Italiens direkt nach Rom, sodass viele Händler und Pilger durch die Ortschaft gekommen sind. Eine weitere Attraktion bietet San Gimignano heute noch und das zeigen wir gleich im Video. So, das müsste der zentrale Platz sein. Und die Ossi ist auch schon da. Ganz überraschend. Schau mal, Helle, ist das hier diese berühmte Eisdiele? Das wird er sein, ja. Ossi, warum stehen da so viele Leute mit Eisbecher in der Hand rum? Wir werden es auch gleich, und wisst ihr warum? Hier gibt es nämlich das beste Eis von der ganzen Welt. Haben wir im Fernsehen gesehen. Und das Fernsehen sagt genau die Wahrheit, wie wir auch. Also jetzt gucken wir mal, ob das weltbeste Eis wirklich so gut ist, wie dafür Werbung gemacht wird. Also anstehen sind auf jeden Fall genügend Leute. Ja. Also es schmeckt wirklich sehr lecker. Ich habe schon mal probiert. Mir schmeckt es auch. Also, und jetzt müssen wir abschalten, weil es schmilzt. Ja, und das ist unser erstes Eis in diesem Jahr. Genau, super. Und weil wir ganz berühmte Eisverkäufer haben, haben wir schon das gesagt, jetzt geholt. Es schmilzt. Ja, genau, es schmilzt. Also wir müssen Tschüss. Jetzt essen. Tschüss. Und, Ossi, ist das beste Eis? Sehr lecker. Ob es Weltbeste ist, das weiß ich nicht, aber es war sehr gut. Das muss ich bestätigen. Darf ich bestätigen. Allerdings war ich immer schneller als Josi. Nichts Neues, ist immer so. So, hier haben wir noch einen Panoramaausblick. Und wenn ihr das weiße Dach seht von dem Zelt, das ist das Tenniszelt und direkt dahinter ist der Wohnmobilstellplatz. Es gibt mehrere Stellen, wo man in den Bus einsteigen kann. Und die Haltestellen erkennt ihr nicht daran, dass die Ossi da steht. Die erkennt ihr daran, dass da dieses Schild gut sichtbar angebracht ist. Die Ossi! Und der Fahrplan hängt fast auf dem Boden. Ja, der hängt hier. So könnt ihr dann gleich euren Müll einschmeißen. Wenn ihr den Fahrplan lest, das ist alles praktisch organisiert. Italien halt. Ist halt Italien. Unser Wohnmobil hatten wir auf dem Wohnmobilstellplatz in Santa Lucia abgestellt. Der Bus fährt einen Rundkurs und so konnten wir noch eine Fahrt durch San Gimignano genießen.
einem fremden Land mit den öffentlichen Fahren ist immer wieder ein Erlebnis. Aber absolut. Und hier steht er, unser Gustl, in San Luca, oder nee, Santa Lucia. Genau. Ja. Für den Stellplatz bezahlten wir übrigens 11 Euro, in denen die Busfahrt nach St. Gimignano enthalten ist, wenn man alles richtig macht. Wir machten es falsch und so kostete uns die Busfahrt für uns beide hin und zurück 3 Euro extra. Zur Entsorgung muss man zweimal rechts abbiegen, da gibt es eine sehr gute ausgestattete V&E, allerdings ohne die Möglichkeit, die Kassette zu leeren. Das Leeren der Kassette ist auf dem Campingplatz nebenan möglich, als wir da waren, war er aber geschlossen, sodass wir diese Möglichkeit nicht hatten. Das machte uns jedoch keinerlei Probleme, mehr Probleme machte uns die nun schon ständig blinkende Anzeige im Display, dass wir das Motoröl wechseln lassen sollten. Eigentlich wäre das vermutlich nicht so wichtig gewesen, weil der Ölstand ja ausreichend gewesen ist, aber wir sind ja im Land von Fiat und dachten, es ist wohl nicht schwierig, eine Fiat-Werkstatt zu finden, die uns das Öl tauscht. Die nächstgelegene Werkstatt auf der Strecke von San Gimignano nach Siena, die lag mitten in der Innenstadt und war offensichtlich nur für PKWs ausgerüstet. Die zweite Werkstatt fanden wir dann endlich in Siena, aber auch hier wurde uns gesagt, dass sie mit Wohnmobilen nicht umgehen können, aber sie gaben uns eine Adresse, an die wir uns wenden sollten. Circa 20 Kilometer weiter südlich von Siena trafen wir dann tatsächlich auf eine auch für Wohnmobile ausgestattete Fiat Professionell Werkstatt. Der Meister schaute sich unser blinkendes Ölkontrolllicht an und bestätigte, dass keine Gefahr besteht, bot uns aber auch an, in ein paar Tagen einen Motorölwechsel durchzuführen. Das, was wir dann am Dienstag tatsächlich erlebt haben, das zeigen wir euch nach dem Besuch von Siena im nächsten Video. Weitere 20 Kilometer südlich von Siena, in Buon Convento, fanden wir einen für uns geeigneten Stellplatz, wo wir uns sicher waren, dass wir es hier bis über das Wochenende hin aushalten. Und in der Tat stellte sich der Stellplatz als Glücksfall heraus. Wir verbrachten dort 2 sehr ruhige Nächte und fanden direkt ein paar hundert Meter entfernt eine gute Einkaufsmöglichkeit, sodass wir auch gut versorgt gewesen sind. So, wir stehen jetzt hier in Buon Convento. Das ist südlich von Siena. Ein kleiner Ort, von dem wir nichts wissen und dann nichts im Reiseführer lesen. Aber das sind 5 Stellplätze, leider ohne Versorgung. Aber die kann man so 15 Kilometer Richtung Siena vornehmen. Und da waren wir jetzt heute Nacht gestanden, das ist ganz ruhig. Und jetzt schauen wir uns mal das Örtchen an, Ossi, oder? Ja, genau, da schauen wir jetzt mal. Vielleicht finden wir ein paar nette Ecken. Vielleicht ist es sogar ein Geheimtipp. Wer weiß. Wir schauen. Ja, genau. Thank you.
oh Mann, jetzt haben wir den Markt verpasst. Die räumen hier alles auf. Da sind wir jetzt leider zu spät dran. Und das, wo wir doch eigentlich so gerne auf Märkte gehen. Tja, Pech gehabt. Ja, solche Abende laufen immer wieder mal nach dem gleichen Ritual ab. Ich sitze meistens ganz alleine vorne und schneide meine Filme, die euch dann hoffentlich auch ein bisschen gefallen. Und schön warm haben wir es hier im Gustl. Also da lässt sich's aushalten. Und die Ursi, die sitzt hinten und schaut vermutlich einen Krimi an. Überzeugen wir uns jetzt einmal davon. Ursi, Vorsicht, ich komme. Da sitzt sie. Der Knopf wurde herausgerissen. Psst. Ein Pfarrer ist ermordet worden. Oje. Willst du mir helfen, den Mörder zu finden? Nein, nur ich habe was anderes zu tun. Ich bin auch gerade in der Kirche. Ah ja, okay. In Volterra. Okay, ich gucke. Ja, dann löst den Fall, dass die Gefahr beseitigt wird. Also sie ist gut aufgehoben. Und ich habe da vorne mal Ruhe und kann in Ruhe weiterschneiden. So verbrachten wir das Wochenende und machten uns am Sonntagnachmittags auf den Weg nach Siena zum dortigen offiziellen Wohnmobilstellplatz. Am Montag besichtigten wir Siena und am Dienstag hatten wir den Werkstatttermin bei Fiat Professionell. Unsere Eindrücke von Siena und das, was uns in der Fiat-Werkstatt widerfahren ist, zeigen bzw. berichten wir im nächsten Video. Wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Ciao aus der Toskana.